Okay, wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee holen. Und ein Stück Kirschtorte. Das ist Dennis, auch eine wichtige Name. Dennis. Das ist Klangschalen-Dennis. Ja, ich weiß. Der hässliche Dennis, der Klangreisen-Dennis, der Dennis, der so komische Sachen anhat. Ich spiele Torben Grabowski, einen windigen Bauunternehmer. Mein Vater war ein Lüdder, Lüdder-Landarbeiter. Aber ich jetzt hier, schön schick in Schale geschmissen, Schuhe mit Ledersohlen. Also er ist von sich selber, würde es vielleicht nicht behaupten. Aber er ist schon ein kleiner, arroganter Arsch. Jetzt läuft das hier so, wie ich das will, bitte! Ich möchte Musik! Kommt alle her! Was ist denn das für ein Prolet? Was macht denn der überhaupt hier bei uns, mitten in der Nacht? Ich finde, ich lege ihn nicht so arrogant an, weil er dazu keinen Grund hat. Er ist nämlich eigentlich die ganze Zeit sehr am Arbeiten. Ich stehe um 5 Uhr morgens auf. Ja? Ich arbeite wirklich von morgens bis abends. Und will der Astrid da eben helfen, mit ihrem Garten weiter voranzukommen, beziehungsweise dass da nicht alles in die Brüche geht. Ja, Bert, der keinen Nachnamen hat übrigens, er ist einfach Bert. Er ist, ich würde sagen, ein Freund des Hauses. Die Familie würde das wahrscheinlich nicht so sehen, also er ist eher für die lästig, weil er ist so ein bisschen wie so ein Vampir, der saugt so dieses ländliche. Ich sag immer, Land macht Laune. Der zeckig dir. Kipp mal an, Seito. Moin, moin. Und hat sich da so ein bisschen in diese Familie eingenistet. Und wenn es da irgendwie irgendwelche Feiern gibt oder so, ist der eigentlich immer da. Und dann hat er noch seine Frau Eva, die aber jetzt nicht mal seine Frau ist, weil sie mit einem Pomologen, der sich sehr gut mit Äpfeln, mit alten Apfelsorten auskennt, durchgebrannt ist. Ich weiß nicht, seit Eva weg ist, passiert mir nur noch Mist, ja? Eva hat gesagt, komm, wir kriegen das alles hin mit dem Resthof. Jetzt gibst du mir den Rest mit ihrem Pomologen. Und er versucht eigentlich so dieses ganze Landleben für seine Zeitschrift Land und Lecker zum Beispiel, eines seiner großen Projekte, ja alles aufzusaugen und dann zu verwerten. Ich brauche noch das Rezept für die Altländer Hochzeitssuppe, sonst gehe ich hier nicht weg. Für meine Zeitschrift Land und Lecker. Hase, ich habe keinen Toppel ab jetzt. Hier, das haben danach hier die 100 besten Rezepte geschmiert. Viel Spaß! Also wir fahren nicht mit dem Fahrstuhl, wir fahren jetzt alle gehen immer Treppe in die Garderobe. Ja, und so ist dann mein Meerschweinchen gestorben. Dann hör auf, ich kann es gar nicht mehr. Ach, da seid ihr ja schon wieder. Ich bin kein großer Freund von Zusammenfassungen. Ich kann nur sagen, es geht um die ganz großen Themen. Es geht um Liebe, Eifersucht, es geht um Verrat, es geht um Gängeleien, es geht um neue Impulse. Heimat. Es geht um das Hängen an Altem. Verlust. Das nicht loslassen können. Ja, wir haben mein Vater, meine Mutter gelebt, mein Großvater. Ich liebe dieses Haus. Wir werden die Zinsen zahlen, davon bin ich völlig überzeugt. Ich schwöre es, bei allem, was mir heilig ist, dieser Hof wird nicht verkauft. Ich wollte nur einmal noch mal sagen, in 3 Wochen bei der Versteigerung wird der Hof und der Garten verkauft. Pass auf! Ob der Hof heute verkauft worden ist oder nicht, das ist doch scheißegal. Guck dir das mal an. Das geht doch hier eh alles zu Ende. Wir essen hier immer sehr viel Haribo, weil der gute Norm. Hier ist Norm der, übrigens unser Ankreider, hätte ich fast gesagt, weil er auch. Er kreidet uns auch viel an. Ja, man sieht hier Fehlerliste. Ja. Also, wenn wir Fehler machen, dann ist er rigoros. Ja. Aber in letzter Zeit hat er eine gutmütige Phase. Deswegen gibt es auch ab und zu mal Haribo und Chips. So, jetzt habe ich mich schön gemacht für euch. Für gleich. Also, ich bin die Katharin Seifert. Und ich spiele Wiebke. Wiebke und Bert haben so ein spezielles Verhältnis, weil dadurch, dass er auf diesen Hof kommt und da mitmischen will und anfängt auch dann irgendwelche alten Möbelstücke abzubauen, das gefällt natürlich Wiebke gar nicht, weil Wiebke möchte natürlich diese alten Möbel und diesen vor allem diesen Apfelgarten erhalten. Nein, der ist unverkäuflich. Ihr wird permanent unterstellt, dass er und Wiebke heiraten werden, weil sie ja so wahnsinnig gut zusammenpassen. Und viel mehr als dass sie zusammen Kanaster spielen, läuft da aber eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich die pure Unterstellung. Da läuft da jetzt endlich irgendwas zwischen euch. Seid ihr jetzt endlich zusammen? Man, ihr liebt euch doch voll. Also Anja, wirklich, bitte. Also nur weil man mal ein bisschen Karten spielt, muss man ja nicht so einen Tamtam hier machen. Ich nehme die Sache ernst, Astrid, um es ganz offen zu sagen. Der Torben, das ist ein guter. Heirate ihn. Und jetzt gehe ich mal in die Maske.
und werde hier eine schönere Frisur machen. Kommt mal rein, hier. Großer Schauspieler André Schimanski. Hallo, wer will? Ah, hier. Ah, das freut mich. Guten Abend, ja. André Schimanski. Mir war es ganz wichtig, dass wir nur in diesem Licht filmen. Jetzt ist er noch Thomas. Ja, jetzt bin ich Thomas Nier, ganz normal. Und jetzt? Zack. Torben Grabowski. Also, ne, nur noch mit dem Rest, was bei mir übrig ist. Aber da kommen wir jetzt wunderschön, hier sind sie schon. Haare oben drauf und dann bin ich ganz neuer Mensch. Du bist ja schon hübsch. Ach, guck mal an. Lipke. Du bist ja auch schon hübsch. So. Komm jede Nacht, komm jede Nacht, sechs Uhr. Hier ist es positiv auffallend. Da sehe ich jetzt bei mir noch gar nichts. Nee. Oh. Wollen wir das mal machen? Willst du das? Okay, also ausnahmsweise geht es heute mal. 10. Bei mir ist ja kaum mehr Platz. Das ist kein Platz mehr, aber. Mach einfach 10. Das ist aber auch alles eine Kaufbestimmung. Das ist jetzt aber nicht einfach so, ne? Also, nee. Das müsst ihr auch ernst nehmen. Ja, ich weiß auch genau wofür. Ja, dann. Hey. Das war's von uns. Kommt gut nach Hause. Ciao. Danke, Hamburg. Peinlich, wenn der jetzt nicht zugeht.